Um die Entdeckung der Segeberger Höhle ranken sich eine ganze Reihe von Geschichten. Es gibt verschiedene Auslegungen. Die wahrscheinlichste ist die, dass im Jahr 1912 bei Sprengarbeiten ein Hohlraum angefahren wurde, der dann aber über längere Zeit unbeachtet blieb. Man hat also Abraum da hineingeschüttet. Das ist öfter passiert, dass kleine Hohlräume sich im Boden auftaten und dann, wenn bei den Abbauarbeiten Gestein hinunterfiel, was nicht brauchbar war zur Gipsherstellung, dann wurde das eben als Abraum in irgendwelche Hohlräume verfüllt. In diesem Fall war es aber so, dass eine ganze Reihe von Abraum da immer wieder drin verschwand und das Loch blieb offen. Und kurz vor Ostern 1913 muss es so gewesen sein, dass spielende Kinder aus der Oberbergstraße dieses Loch entdeckten und dann ihren Lehrern davon erzählten. Und so kam es, dass am 16. März 1913 der damalige Seminarist Jürgen Tode mit seinen Studienkollegen Ernst Kripp und Ernst Bornhöft in die Höhle abstieg. Das muss sehr abenteuerlich gewesen sein, mit Seil und dann auch noch mit einer Strickleiter haben die sich also den gut 12 Meter hohen Entdeckungsschacht hinuntergelassen. Das kann man heute von der Innenseite der Höhle noch sich vorstellen, dass das ziemlich abenteuerlich gewesen sein muss, weil sie nicht wussten, was unten kommt. Und sie sind dann auf dem heute Asselberg genannten großen Berg von Abraum, der eben von oben hineingeworfen wurde, in der Höhle angekommen und haben sich von da aus vorgearbeitet. Es ist zu vermuten, dass sie die ersten in der Höhle waren, die also dort, ja, gezielt versucht haben herauszubekommen, wie groß ist dieser Hohlraum. Es gibt darüber Dokumente, die also beschreiben, dass sie keine Spuren von anderen Lebewesen außer den Fledermäusen, die dann um sie herumflogen, antrafen und dass sie davon ausgehen können, dass sie die ersten Menschen in der Höhle waren. Ernst Grip hat das dann seinem Bruder Karl Grip erzählt, der zu diesem Zeitpunkt Student der Geologie in Hamburg war und der war hellauf begeistert und ist sofort angereist. Und wenige Tage nach der Entdeckung der Höhle im März 1913 ist dann auch die erste offizielle Befahrung der Höhle erfolgt mit dem Obersteiger, der dort von der bergbaulichen Seite her verantwortlich war. Gemeinsam hat man dann also diese Höhle zum ersten Mal befahren und auch eine erste grobe Skizze angefertigt, was die Ausdehnung anbelangt. Wenn man diese Skizze mit heutigen Karten vergleicht, dann war diese erste grobe Einschätzung der Ausdehnung der Höhle schon ziemlich genau. Die Höhle hat weit über 2 Kilometer Ganglänge. Wenn man alle Gänge aneinanderlegen könnte, würde man also weit über 2 Kilometer weit kommen. Und das ist für eine Gipshöhle eine relativ große Ausdehnung, weil Gipshöhlen einfach durch ihre, ja, Art des Gesteins relativ vergänglich sind und nicht so große Ausdehnung erreichen. Bereits bei dieser ersten Befahrung hat vor allen Dingen der Jürgen Tode nachher relativ wortreich beschrieben, dass die Fledermäuse ihnen zunächst einen Schrecken eingejagt haben. Die sind ihnen also um den Kopf geflogen. Wenn man sich das heutige Entdeckungsloch anschaut, von unten zu Zeiten, wo viele aktive Fledermäuse sind, da kann man das gut nachvollziehen, weil dort wirklich eine große Anzahl von Fledermäusen einen umfliegt. Und wenn man sich vorstellt, man rechnet da gar nicht mit, dann muss das relativ erstaunlich gewesen sein. Zunächst gab es die Vermutung, dass es sich um Vögel, um Schwalben handelt und man hatte relativ schlechtes Licht, sodass das Erkennen, dass es sich um Fledermäuse handelte, nicht so einfach gewesen sein dürfte.